Yo, Freunde, und willkommen zurück zu einem entspannten XP-Glitch-Clip auf meinem Kanal. Chillen wir mal nicht länger hier in der Lobby rum, gehen wir mal gleich hier auf die Lupe, denn durch Chillen bekommen wir keine XP. Oder vielleicht auch doch. So, hier auf der Lupe angekommen, sieht das Ganze gleich etwas anders aus als bei euch, da ich hier über Clock Gaming unterwegs bin, aber der Mapcode ist derselbe. Starten wir mal gleich rein hier, und zwar wäre der Mapcode 33 25 24 44 70 84. So sieht das Ganze aus. Das Ganze nehmen wir dann hier unten einfach an. So, die meisten werden es kennen. Legendary Gun Game. Die Map hatten wir jetzt schon öfters. Das Ganze nehmen wir jetzt hier einfach an. Denkt dran, lasst ein bisschen Liebe da, indem ihr hier das Herz klickt. So, denkt dran, dass ihr das Ganze hier auf privat stellt. Denn wir wollen natürlich unsere XP nicht teilen. So, jetzt starten wir das Ganze hier und dann sehen wir uns gleich auf der Map wieder. Hier auf der Map angekommen, empfehle ich euch, begebt euch erstmal an einen höheren Ort, denn wir müssen uns erstmal etwas orientieren, denn wir müssen genau in diese Richtung hier, wo wir die Karten haben. Also hier, wo wir wechseln können. Und zwar müssen wir hier vorne zu diesem Wohnmobil. Hier angekommen, stellen wir uns jetzt hier einfach hinten an die rechte Seite, machen jetzt hier einfach irgendein Emote, total egal welches. So, jetzt drehen wir uns leicht nach rechts weg. Sollte jetzt das Fragezeichen nicht auftauchen, drehen wir uns weiter nach rechts und dann müsste das hier, ja, seht ihr, genau hier ist das. So, hier interagieren wir dann einmal und dann kommen wir hier auf eine neue Map. Hier auf der neuen Map haben wir dann hier einen Timer. Den müssen wir jetzt abwarten. Ich empfehle euch, lauft ihr einfach in der Zwischenzeit rum, denn wie ihr seht, das Rumlaufen gibt auch XP und gar nicht mal so wenig. Ich in meinem Fall mache jetzt hier aber Pause und dann sehen wir uns gleich wieder, sobald der Timer auf 0 ist. So, Freunde, der Timer ist auf 0. Denkt dran, gebt das Ganze hier nicht zu schnell ein, denn das Ganze zieht etwas nach. An erster Stelle haben wir dann die 6. So, die 6. An zweiter Stelle haben wir die 3. Und zum Schluss haben wir die 8. So, Freunde, so sieht das aus. 6, 3, 8. Das Ganze nehmen wir dann hier rechts an. Zack, und damit kommen wir dann hier auf eine neue Map. Wie ihr seht, gehen hier auch gleich die AFK-XP los. In eurem Fall höchstwahrscheinlich mehr als bei mir, da ich heute schon ein paar XP gemacht habe. Wie gesagt, wir haben hier zwei Gebäude. Wir fangen jetzt hier mit dem rechten an. Dazu begeben wir uns jetzt hier erstmal zur Tür. Ganz leicht. Hier einfach reinbewegen. Dann haben wir hier ein Bett. Direkt hier an die Seite von dem Bett müssen wir. Gucken wir hier etwas hoch. Und dann haben wir hier unseren ersten von 5 Points. Das Ganze aktivieren wir. Und dann gehen hier die XP hoch. Von hier aus bewegen wir uns einfach nur raus, denn wir müssen hier links um die Ecke hinter der Palme hier in diese Tür rein. Laufen wir geradeaus rein, dann halten wir uns hier links, denn wir müssen hier in die Küche. Und dann haben wir hier rechts am Fenster unseren zweiten Point. Das Ganze aktivieren wir und dann gehen auch hier die XP hoch. Von hier aus bewegen wir uns einfach nur hier links raus. Und zwar sind wir jetzt hier hinterm Gebäude, wie ihr seht. So, jetzt müssen wir hier einfach nur den Balkon hoch, hier in die Tür rein und dann haben wir hier ein Bett. So, hier am Bett haben wir dann unseren dritten Point. Das Ganze aktivieren wir. Und dann gehen auch hier die XP hoch. Von hier aus bewegen wir uns jetzt hier einfach nach vorne raus, denn wir müssen hier jetzt zum anderen Gebäude. Und zwar nicht zu diesem Tisch, sondern zu dem rechts daneben. So, dann haben wir hier am Stuhl unseren nächsten Point. Das Ganze aktivieren wir kurz. Und dann gehen auch hier die XP hoch. Von hier aus bewegen wir uns einfach nur ums Gebäude rum. Laufen hier am Zaun vorbei. Und zwar müssen wir hier rechts neben das Fenster. So, hier rechts neben dem Fenster haben wir dann unseren letzten Point. Das Ganze aktivieren wir kurz. Dann gehen auch hier die XP hoch.
Jetzt müssen wir nur noch abwarten, bis wir nur noch unsere AFK-XP bekommen. So wie in diesem Fall bekomme ich jetzt nur noch AFK-XP. Jetzt können wir rausgehen oder ihr startet einfach eine neue Runde, falls ihr noch Level braucht. Denkt dran, dass ihr hier ein bisschen Liebe da lasst, indem ihr das Herz klickt und natürlich hier ein Like da lasst, dass uns die Map gefallen hat. Ich in meinem Fall gehe jetzt hier einfach nur raus. Zack. Und wie ihr seht, habe ich damit ganze 2 Level gemacht. Jetzt könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wie viele Level ihr gemacht habt. Und wem ich zu ein paar Level verhelfen konnte, der kann mir gerne ein Like und ein Abo dalassen. Und bis dahin sehen wir uns zum nächsten Clip. Ciao.